Ja, reichlich Fußball. Gott, da haben wir eben noch die Einblendung gesehen. Reichlich Fußball morgen bei uns im Programm und danach noch Sportclub History mit dem Fastnet Race 1979, als 19 Seeleute ertrunken sind. Herzlich willkommen bei uns, Juri Schlünz. Immer ja, ein gern gesehener Gast bei uns. Sie sind in neuer Funktion beim FC Hansa Rostock, mittlerweile Manager und Vorstandsmitglied. Aber was machen Sie heute hier in Osnabrück? Ja, ich habe das gleich genutzt auf der Fahrt nach Heidenheim, wo wir morgen spielen. Habe ich hier den Zwischenstopp gemacht. Ist immer wieder schön hier in Osnabrück. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, wo die Luft gebrannt hat und wollte mir natürlich das Spiel hier angucken. Ja, ist nicht der direkte Weg, ne? Von Rostock nach Heidenheim. Aber haben Sie gern gemacht, hier in Osnabrück vorbeizuschauen. Ihre Meinung zur ersten Halbzeit und zu diesem blöden Fehler von dem jungen Torwart? Ja, am Anfang ging es verhalten los und dann kamen nachher auf beiden Seiten die Chancen und Preuß Münster hatte schon einen riesen Konter Mitte der ersten Halbzeit und da hätte schon das Tor fallen können. Das Tor habe ich leider nicht gesehen, da war ich auf dem Weg schon hierher und ich glaube, wie jetzt nach der ersten Halbzeit vielleicht nach den Chancen verdient. Okay, wir sprechen gleich weiter über Ihre neuen Aufgaben im Verein, bei dem Sie ja schon seit, glaube ich, 45 Jahren tätig sind. Geht gleich weiter. Vorher hat Thorsten Reinicke den Trainer und die Mannschaft besucht. Großer Umbruch ja beim FC Hansa Rostock und er hat auch gemerkt, dass Marc Fascher viel zu tun hat. Marc Faschers Art, Namen zu lernen. Jeder wird persönlich begrüßt. Das ist neu bei Hansa und ändern muss sich auch was vor dem Auftritt beim Tabellenführer Heidenheim. Denn Marc Fascher traf vor einer Woche auf eine mentale Trümmertruppe. Ausgeprägtes Selbstvertrauen sieht anders aus, ja, das stimmt. Da müssen wir nach wie vor noch viel im psychologischen Bereich auch arbeiten. Wenn zum Beispiel ein Fehlpass passiert ist, dass dann eher so der Kopf erstmal runtergeht und dass dann eher so gehadert und stehen geblieben wird. Überhaupt ist es ein Wunder, dass dem Trainer nicht schon vor seinem ersten Spiel schwindelig ist. Denn Hansas Personalkarussell dreht sich kräftig. Einer wird sogar ein neues Türschild brauchen. Der Leiter Nachwuchs ist neuer Manager, Juri Schlünz, der treue Hansa-Soldat. Seit 1968 im Verein als Spieler, Trainer und Leiter der Nachwuchsabteilung. Jetzt als Manager und Vorstandsmitglied. Pikant? Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Bernd Hofmann hatte ihn noch 2010 aus dem Vorstand entfernt. Geht das gut? Wichtiger ist aktuell allerdings die Frage, wie sich Manager und Trainer verstehen. Immerhin haben beide zusammen gepaukt, 1997 bei der Trainerausbildung. Man muss da nicht noch große Hemmschwellen überstehen oder sich groß beschnüffeln. Klar müssen ein paar Gespräche geführt werden, man muss sich austauschen, aber das gehört ja jetzt tagtäglich auch dazu. Wer hat eigentlich von wem abgeschrieben im Trainerlager? Das hatten wir beide nicht nötig. Zeit zu punkten für Hansa. 9 Zähler in 8 Spielen, nicht viel für einen selbsternannten Aufstiegsanwärter. Und morgen beim Tabellenführer. Wir können da hinfahren, uns hat eh keiner auf dem Zettel. Von daher können wir da völlig befreit aufspielen. Und wenn beide Beine an der richtigen Stelle funktionieren, kehrt ein alter Traum zurück. Das ist noch immer unser Ziel, dass wir nach die zweite Liga wohl gehen. Und es wird schwer, das ist klar. Aber es ist noch nicht zu spät. Hoppla, da ist er wieder, der Gedanke ans A-Wort. Und zwar nicht Abstieg, sondern Aufstieg. Ja, Sie haben eben so ein bisschen geschmunzelt. Angenehmes Zusammenarbeiten mit Marc Fascher? Ja, wir waren damals 24 Männer und 2 Frauen in dem Lehrgang. Und er war so bei uns immer in der Gruppe mit dabei. Und wir haben uns da schon ganz gut verstanden. Also ist schon mal eine gute Voraussetzung, glaube ich, dass Sie beiden jetzt zusammen versuchen, die Geschicke vom FC Hansa erfolgreich weiter zu bestimmen. Was ist Ihre vorrangige Aufgabe jetzt in den nächsten Wochen? Na, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen beide jetzt in unseren neuen Funktionen eng zusammenarbeiten und in diesem System versuchen, Erfolg zu haben. Ja, dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, viel Glück und Sie sind heute natürlich auch hier. Weil in 14 Tagen das nächste Derby, kann man sagen, ansteht. Und zwar Hansa Rostock empfängt dann den VfL. Wird eine schwierige Aufgabe, ne? Ja, Spiele sind immer im Vorfeld noch nicht gewonnen. Deswegen sind sie alle schwierig. Man muss sie vernünftig angehen. Und man sieht ja auch, dass hier zwei sehr gute Mannschaften auf dem Platz stehen. Und damit sind wir gefordert. Ja, und auch das Spiel werden wir bei uns in 2 Wochen live übertragen, meine Damen und Herren, in MBR Fernsehen. FC Hansa Rostock gegen den VfL Osnabrück. Vielen Dank, Juri Schlünz. Eine gute Anreise nach Heidenheim. Und dann bringen Sie euch 1 oder 3 Punkte mit. Wir zeigen es morgen Abend im Sportclub. Dankeschön. Dankeschön, Juri Schlünz. Danke.
Und da kommt schon unser nächster Gast, denn wir greifen das Thema Sicherheit, meine Damen und Herren, nochmal auf. Bei uns